Der weiße Lichtpunkt in der Mitte. Das ist meine Frau auf über 100 Meter Entfernung bei Nacht. Warum ich die Manuela beobachte und was das mit dir zu tun hat? Ja, wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Show Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, eine ganz eigenartige Szenerie hier. Ich bin hier in faldurlaub.at. Das hier ist der Stützpunkt von Förster und von Jäger. Der Stefan, unser Berufsjäger, der hat hier hinten sein Fahrzeug stehen und da ist sein Reich und Maschinen und sowieso und überhaupt. Aber der Punkt dabei ist, ich möchte mit dir mit diesem Teil hier ein bisschen durch die Nacht streifen und schauen, was wir so alles sehen. Tiere übrigens, ja. Also wie gesagt, es ist nicht für irgendwelche Spanner oder sowas gedacht, überhaupt nicht, wirst du dann gleich sehen, sondern das ist für Beobachtung da. Und da ist jetzt die Frage, bevor ich dir dieses Teil, das es übrigens billige Eigenwerbung auch bei mir im Shop gibt, günstiges Einsteigergerät, das ich voll empfehlen kann, aber dazu später, wozu braucht man das im Survival-Bereich überhaupt? Ne? Für Jäger ist ganz klar, damit kann man eine Nacht, so wie diese Neumondnacht hier, ich sehe, wenn ich hier kein Licht gebe, würde ich überhaupt nichts sehen, das ist stockdunkel. Mache ich damit Licht. Ich sehe alles, was eine Wärmequelle ist. Ich sehe auch Konturen, das heißt, ich kann auch das Gelände anschauen, ich kann sehen, wo sind die Berge, was sind hier Bäume, ist hier ein Stein, ist hier ein Fluss, auch Wasser sieht man irrsinnig gut, aber natürlich auch Lebewesen. Kleine Lebewesen, große Lebewesen, reine Dicklebewesen oder irgendwelche noch größeren. Und genau das ist der Punkt, das ist zur Überwachung, da zum Beobachten. Und jetzt kann man sagen, nein, du bist voll paranoid, kannst du zu mir sagen, stimmt vielleicht auch ein bisschen. Aber mit dem hier kann ich in die Dunkelheit schauen und alles ganz genau sehen, was sich da abtut. Und genau das ist der Hintergrund. Dass dieses Teil hier, dieses TM160 ASP Micro, TM160 billige Eigenwerbung, gibt es bei mir im Shop, ist wirklich für das, was es kann, ein guter Preis. Schau dir das einmal an, wenn du magst. Aber dass das vielleicht auch für den einen oder anderen Jäger etwas sein kann, das ist keine Frage. Das ist nicht so hochauflösend wie andere Teile, die ich auch habe, wo man wirklich genau sieht, ist es ein Reh, ist es ein Rehbock und wie ist es, schaut das Geweih aus und wie ist und so ist und überhaupt. Das ist es nicht. Aber ich sehe, dort ist etwas. Dort ist eine Katze oder dort ist ein Reh, dort ist ein Mensch, dort ist ein Fahrzeug. Hey, dort ist eine Wärmequelle, was ist das? Ist das ein Wasser? Was ist dort? Das sehe ich damit, das zeige ich dir jetzt dann gleich in diesem Video. Und das Teil stelle ich dir dann auch vor, weil es hat sehr viele Funktionen und Möglichkeiten. Aber bevor ich jetzt einmal das Teil vorstelle, schauen wir uns ein bisschen was an, was man überhaupt in der Nacht so sehen kann. Dann beginnen wir gleich einmal mit der Beobachtung. Ja, hier geht jetzt Manuela vom Haus weg. Wenn du genau schaust, unten bei den im Kniebereich, im Fußbereich, da bewegt sich auch etwas ganz, ganz Kleines, während sie bei den zwei Autos vorbeigeht. Und zwar der Fuchsi, der ist jetzt links vorne. Unser Katzen-Handtaschenhund. Den kennst du vielleicht aus anderen Videos. Aber sie geht jetzt gemeinsam mit dem Hund deutlich weiter den Feldweg. Und das sind jetzt da schon 60, 70 Meter. Und ich kann sie wunderbar erkennen. Das war übrigens auch bei Nacht mit einer Taschenlampe. Geht sie da entlang, der Hund ist etwas weiter vorne. Ich finde das absolut ausreichend, um Personen aufzuklären, um im Sicherheitsbereich mit zu überwachen. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wenn ich es nicht wüsste, dass es die Manuela ist, ich könnte jetzt nicht sagen, wer das konkret ist, ist schon klar. Aber dass das ein Mensch ist und ja, keine Maus und kein Vogel und kein Reh, das ist klar. Ich zoome jetzt auch etwas hinein, man kann dann jetzt nicht mehr unbedingt mehr erkennen, besonders, also ich persönlich kann dir sagen, wenn du da ein bisschen übst, hast du ein richtig gutes Gefühl, um welches Lebewesen oder Objekt es sich handelt. Da ist sie jetzt über 100 Meter bereits, dreht um, also absolut ausreichend, um da jetzt einen Menschen ansprechen zu können. Sozusagen ansprechen, wenn man das jetzt in Jägersprache sagen mag. Sie dreht jetzt um und kommt zurück und schreit dem Hund. Ja, aber der ist irgendwie abgehauen, das ist gefrast. Auf jeden Fall dreht sie jetzt um und kommt zurück. Man sieht alles wirklich wunderbar. Es gibt auch übrigens, abgesehen vom Zoom, den ich da schon gezeigt habe, auch die Möglichkeit, andere Farbmodis zu verwenden. Das bedeutet, jetzt ist weiß die Wärmequelle, es wird ja die Wärmequelle angezeigt. Jetzt ist schwarz die Wärmequelle und jetzt dann eben dieses Fusion, da ist Orange und Gelb Töne.
ja, sind unsere Wärmequellen. Ah, siehst du den Hund da oben über der Geländekante, rechts oben? Schau da mit seinem Kopf drüber, das kleine Gefrast. Ja, wir rufen ihn, aber irgendwie hat er momentan nicht das Gefühl, dass es gescheit ist, zurückzukommen. Aber er wird das schon noch machen. Und jetzt geht er über die Geländekante drüber, läuft er einen Hügel hinunter und gibt Vollgas, weil das Frauli weg ist. Wow, wo ist mein Frauli? Und läuft bei den beiden Autos vorbei, direkt, ja, rein zum Frauli. Etwas größere Tiere, 15 Meter entfernt. Du siehst, es sind 3 Kühe und sieht man extrem gut. Das war natürlich auch jetzt bei Dunkelheit. Was macht die Kuh ganz rechts? Was tut die? Was rennt da raus hinten? Ah, jetzt verstehe ich. Also, dass man sogar die Körperflüssigkeiten erkennen kann, ist vielleicht grauslich, aber zeigt, dass das Ding wirklich gut funktioniert. Auch die ganzen Kuhfladen, die da herumliegen, ja, die kann man damit beobachten. Wie dem auch sei. Also, funktioniert sehr, sehr gut. Du siehst auch die Details hier jetzt, da bei der Kuh. Da ist übrigens rechts unten ein kleiner Bach, der da durchgeht. Also funktioniert sehr, sehr gut. 50 Meter eine kleine Wärmequelle. Ich habe jetzt das grüne Kreuz eingestellt. Das zeigt dir nämlich immer an, wo sich Wärmeflächen bewegen. Ja, ein Hase übrigens. Ja, auch Fahrzeuge kann man gut erkennen. Da fährt ein Auto an ungefähr 40 Meter Entfernung. Funktioniert also auch recht gut. Und ja, gleich das nächste Fahrzeug, und zwar mein Fahrzeug. Und wenn ich jetzt hier so in die Gegend schaue, dann siehst du da jetzt in der Mitte, das Ganze ist die Hütte, und das ist da oben dieses weiße Ding. Ja, da unten ist ein Auto, ja, da kommt das Auto, auch wieder vom Berufsjäger, und das da oben, das ist die Lampe, unter der ich gerade vorher noch gestanden bin. Naja gut, jetzt mal der Nahbereich, meine Füße. Gut, und da jetzt noch einmal den Bach. Also auch Wasserquellen kann man sehr gut erkennen, auch auf Distanz, das ist jetzt zwar sehr, sehr nahe, aber auch auf Distanz kann man gut Wasserquellen bei völliger Dunkelheit erkennen. Gut, jetzt schauen wir uns was anderes an, und zwar, wie sich das verhält bei Personen. Wer ist denn das? Was ist denn das für ein glatzköpfiger, dicker Kerl? Achso, das bin ja ich. Da war ich jetzt nur wenige Meter entfernt, also das sind jetzt 3, vielleicht 4 Meter. Und du kannst sie wirklich sehr gut erkennen, die Personen. So, jetzt verstecke ich mich hinter einer Wand, gehe kurz vor. Das war jetzt da auf 8 Meter Entfernung. Und wieder mit dem Kopf nach vor. Also du siehst, du kannst wirklich sehr gute Details erkennen. Das finde ich sehr, sehr praktisch und ist eben auch von der Idee her vom Hersteller für Observation eine gute Sache und funktioniert einwandfrei. Hier 2 große oder mehr oder weniger große Wärmequellen. Rechts unten, das ist ein Fenster von einem Haus, von einer Hütte. Und hier mittig, ja, da ist auch was Weißes. Ich werde dann gleich in die anderen Modis auch stellen. Das ist vermutlich ein Reh. Ja, da ist weiß, ja, white hot. Ja, mittig im Bildschirm, das ist ein Reh auf einem Feldweg. Jetzt auf black hot, also schwarz ist der warme Punkt, und da jetzt auf eben Rotlicht sozusagen umzustellen. Also das ist jetzt ein Reh. Und die Distanz, ja, das ist auf jeden Fall 80, 90 Meter entfernt. Also auf die Distanz etwas zu erkennen, ist überhaupt kein Problem. Das ist jetzt etwas näher, und ja, hier siehst du einen schwarzen Punkt, und das ist ein Hase. Ja, allein vom Verhalten her weiß ich, dass es ein Hase ist. Es war auch bei Nacht, also ich konnte es so nicht sehen, aber es ist ein Hase. Schau, ich zoome jetzt etwas, ja, allein das Hüpfen lässt es erahnen. Natürlich kann man das jetzt nicht ganz genau ansprechen, kann jetzt nicht ganz genau sagen, ist ein Hase, der, weiß ich nicht, ein zu langes Ohr hat, das nicht. Aber ich kann genau erkennen, dass dort unten sich was bewegt. Hier jetzt mal wirklich in die Distanz, das sind 250 bis 300 Meter. Das ist eine Gruppe, ein Sprung von Rehen, die hier in der Distanz auf einer Feldfläche unterwegs sind. Ich gehe jetzt nach links und nach rechts. Und auch auf diese Distanz kann ich erkennen, okay, da hinten, da ist etwas, ja, da bewegt sich etwas. Wir werden jetzt ein bisschen hineinzoomen, und du siehst, okay, ich kann das jetzt nicht genau erkennen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ist das ein Rehbock, ist es ein Reh, oder ist es groß, ist es klein, das nicht. Aber ich weiß, dass dort hinten auf 250 Meter Entfernung, ja, Rehe stehen, und das ist wirklich top.
Hier jetzt das Bild bei Tag. Der rote Pfeil symbolisiert ja, den Platz, wo die Rehe waren. Und es ist wirklich weit weg. Klar, man konnte sie nicht eins zu eins ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Böcke es waren und wie viele Kitze oder sowas. Ist mir aber auch egal. Aber ich habe sie erkennen können. Das heißt, auch ein Mensch wäre auf dieser Distanz ohne Probleme zu erkennen. Und das ist meiner Meinung und Erfahrung nach ein absoluter Hit für ein Gerät in dieser Preisklasse. Also für Beobachtung, für Sicherheitsaspekte absolut total ausreichend. Jetzt noch einmal denselben Bildausschnitt. Natürlich ist das jetzt verschwommen, besonders auf dem großen Display. Aber ich habe durch das Gerät eindeutig erkennen können, dass sich da hinten etwas bewegt, dass das ganz klar Tiere sind. Und das finde ich ganz einfach top und reicht für die Überwachung und für Sicherheitsaspekte völlig aus. Im Übrigen, die ganzen Videos, die du da jetzt gesehen hast, die habe ich direkt mit der Wärmebildkamera gemacht. Das ist im Preis mit inbegriffen. Und hier jetzt ein verschwommenes Bild von einem Hasen. Ich schätze, dass es ein Hase war, auf 40, 45 Meter Entfernung. Also auch Bilder machen kannst du mit dem Gerät. Hier jetzt die Silhouette im Vollzoom von einem Hasen. Du kannst einerseits einstellen, dass dunkle Flächen die Wärmequellen sind. Oder du stellst um auf dieses Fusion. Da ist ein Orange- und Rotton, der anzeigt, und Gelbton, der anzeigt, was die wärmste Quelle ist. Oder eben klassisch Weiß mit Rot, dass der genauer zeigt, wo die Wärmequellen da sind. Hier jetzt etwas Interessantes da, auf die Distanz, auf jeden Fall 50 Meter, ganz sicher. Ja, habe ich was erkannt, ja? Ihr habt es gesehen. Es war absolut dunkel und ich gehe jetzt mit aufgesetzter Wärmebildkamera auf diesen Punkt zu. Also ich weiß nicht genau, was es war. Du wirst es dann eh nachher sehen, wie es davonläuft, dieses kleine Tierchen. Es ist auch alles in dem Bereich, hier bei Waldurlaub, ganz in der Nähe von dem Platz, wo ich gefilmt habe und habe mich hier angenähert, angeschlichen sozusagen. Und es ist wirklich weit entfernt. Ja. Du siehst hier die Hütte rechts auf der Seite und auch links unten siehst du den Weg, den ich mit dem PKW, also mit dem Amarok, den ich habe, gefahren bin, im Schnee, ganz leicht Schnee gelegen. Und schau mal, ja, also ich kann da etwas erkennen. Ich habe gleich gewusst, dass das kein Mensch ist, weil es sich einfach vom Verhalten her und auch von der Größe her, das kann man am Bildschirm jetzt nicht mehr so genau erkennen, aber wir haben gedacht, also entweder ist das jetzt eine Katze oder es ist ein kleiner Hund oder so irgendwas. Ja. Das da ist ein Schornstein gewesen übrigens, da habe ich nur was gehört, habe mir gedacht, dort ist auch irgendwas. Und geh halt immer näher ran. Oder eben eine Katze. Ja? Also tut mir leid, dass das da jetzt so herumwackelt. Aha, schau, da hast du es jetzt gesehen, ja, dass es sich bewegt. Und jetzt läuft es weg, weil ich immer näher komme. Und ich beginne dann auch ein bisschen zu laufen. Und jetzt läuft es weg. Jetzt läuft es weg. Ich bewege mich hinterher. Tut mir leid, dass das jetzt so verwackelt ist. Aber du wirst es jetzt gleich noch einmal weghuschen sehen. Weiter hinten. Ja, da läuft es. Und läuft das Stück entlang. Also jetzt nochmal, ich meine, es ist jetzt nichts Besonderes, aber einfach ein Gerät in dieser Preisklasse doch so gute Ergebnisse liefern, ist für Beobachtung, für Sicherheitsaspekte wirklich meiner Meinung nach absolut toll. So, du hast jetzt mal gesehen, was es kann, das Teil, nämlich in der Beobachtung. Und das finde ich irrsinnig toll. Zu den Funktionen ganz kurz, wenn dich das Thema interessiert. Das Teil funktioniert auf Akkubasis, das heißt, du hast einen USB-C-Anschluss. Deshalb kannst du auch mit Powerbank arbeiten, wenn du wirklich eine ganze Nacht über überwachen möchtest. Und genau dafür ist es ja da, dass ich sage, ich möchte jetzt überwachen. Es ist nicht so wie das viel, viel größere Teil hier, weil das habe ich auch im Shop. Aber wenn du da, ich gebe dafür beide den Link, wenn du da reinschaust, wirst du sagen, boah, das ist wirklich was für den Jäger oder High-End-User, der sagt, ich möchte ganz genau ansprechen und auf die Distanz auf 500 Meter auch noch sehen, ob das jetzt der Rothirsch ist oder nicht. Das ist was anderes. Das hier zeigt dir auf 500 Meter nur, da ist etwas, da bewegt sich etwas, da ist ein Lebewesen. Aber ob es ein Hirsch ist oder ein Kuh, das weißt du nicht. Mit dem hier schon und das ist der große Unterschied. Aber gut, TM160, das liegt daran, dass die Auflösung 160x120 ist. Das ist ein relativ kleiner Chip, aber für das, wenn ich nur beobachten will, absolut ausreichend. Wirklich absolut ausreichend. Du hast die Möglichkeit, unterschiedliche Modi, die hast du eh schon gesehen.
durchzuklicken hier an der Stelle. Du kannst auch direkt, da ist jetzt der dazugehörige Schalter, das sieht man jetzt bei der Beleuchtung vielleicht nicht so gut. Da sind die Schalter, die Bedienelemente, das funktioniert alles top. Du kannst auch Dioptrienabgleich machen, also alles, was man so braucht. Ich finde es wirklich sehr, sehr praktisch und auch leicht, das passt in jede Tasche. Und ich weiß jetzt schon, dass der eine oder andere sagt, das ist trotzdem teuer, das Ding. Natürlich ist es teuer. Und wenn du sagst, du brauchst keine Wärmebildkamera zum Überwachen sozusagen, in welcher Situation auch immer, dann lass es gut sein, wie gesagt. Aber ich möchte dir meine erste Wärmebildkamera vorstellen. Das ist die Guide R510 und diese Nano. Und bei der ist es so, die habe ich gekauft vor 1,5 Jahren. Und die hat extrem viel Geld gekostet. Ja, 1200 Euro. Aber im Vergleich zu dem Teil hier, ja, kann die nicht so viel mehr. Also schon, sie ist mit der Auflösung ist sie ein bisschen höher, das merkt man schon. Aber fürs reine Überwachen, so mal ein bisschen schauen, brauche ich das nicht. Da bist du mit dem hier gut bedient. Also, ich glaube, du hast einmal einen groben Überblick. Schau auf meinen Shop, dort hast du alle technischen Daten für die ganzen Freaks da draußen. Vielleicht bist du auch ein Jäger und sagst, ja, ich weiß nicht, ich möchte mich auf Sauen ansetzen und möchte halt nicht nur, ich möchte wirklich sehen, was sie tut, denn ein Nachtsichtgerät, da kann man schon mal das eine oder andere übersehen, denn da habe ich keine, das habe ich kein Wärmebild. Dafür habe ich halt einfach nur eine Scheibe. Das ist rot und sage, okay, was ist da jetzt zum Beispiel? Oder es ist dunkel oder wie auch immer, welchen Modus du eingeschalten hast. Ne? Und schaust dann mit dem Nachtsichtgerät hin. Das ist ja absolut in Ordnung. Dafür zum groben Beobachten auf nahe Distanz, so 50 Meter, ist das alles gut, ja? Damit du mal weißt, was los ist. Wenn du das Bedürfnis hast, wirklich weit sehen zu können und Details sehen zu können, die abartig sind, dann empfehle ich dir dieses Teil, das es natürlich auch gibt, aber das ist schon ein bisschen teurer, aber so ist die Welt. Das war's jetzt. Ich höre auf, sonst rede ich noch extrem lang über das Teil, weil ich es so super finde. Nämlich auch Laufzeit und das ist total genial. Ich habe es sehr, sehr gern. Wenn du Fragen hast, stell sie mir sehr, sehr gerne hier jetzt entweder in der Kommentarfunktion oder auch direkt per E-Mail sehr, sehr gern. Helfen wir dir hier da weiter. Ich und mein Team helfen dir gerne weiter. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Auch böse Kommentare. Aber diejenigen, die sich von dem angesprochen fühlen, glaube ich, haben auch verstanden, was das Einsatzgebiet von so einem Teil hier in einer Survival-Situation sein kann. Daumen nach oben oder nach unten, Link zum Shop findest du natürlich auch. Abo dalassen, da geht es direkt zu diesem Teil hier zum TM160, ein paar andere Videos. Es hat mich gefreut, den Reini Rossmann. Bis bald und ciao auf dem Waldurlaub.